Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auf meinem Channel gelandet seid. Aktuell ist es tatsächlich so, ich habe über 330 Abonnenten. Ja, finde ich ziemlich cool, freut mich extrem. Ich hätte gerne die 330 gesehen. Ich glaube, ich habe mittlerweile 350 oder sowas. Ich finde es crazy, wie die Gemeinschaft wächst. WhatsApp-Gruppe geht auch voran mit knapp 70 Mitgliedern mittlerweile. Wir sind schon ein bisschen jetzt am Ausselektieren, wen wir reinnehmen und nicht reinnehmen. Das nur als kleine Side-Note. Ich finde es trotzdem crazy, wie das Ganze funktioniert. Ansonsten plane ich gerade irgendwie ein bisschen was, dass wir mal ein bisschen Community-Aufkleber machen. Auf der Facebook-Gruppe gibt es schon ein bisschen mehr Infos. Also wer wissen möchte, gerne auf die Facebook-Gruppe schauen und sich da anmelden. Und ansonsten ist ein bisschen was in Planung. Ja, in diesem Video geht es einfach darum, ich drehe eine Runde auf dem Ring, wie ich euch schon versprochen habe. Und das ist das Video, wo ich mit der GoPro im Auto bin und auf dem Beifahrersitz sitzt der Instructor. Und der erzählt mir ein bisschen, wie man die Kurven zu fahren hat, wo die Scheitelpunkte sind, welcher Gang, wo die gefährlichen Ecken sind, wo man schnell abfliegt und sowas. Bringt mal ein bisschen so Rennerfahrung. Der fährt, glaube ich, seit 25 Jahren auf dem Ring herum. Bringt ein bisschen Rennerfahrung an mich, an euch. Und ich finde es ziemlich cool. Das war echt so ein Traum, ich habe schon ein paar Runden auf dem Ring gedreht, aber wenn man keine Ahnung hat, fährt man auch ganz anders und der hat mal ein bisschen mich gecoacht. In erster Linie geht es jetzt gar nicht darum, hier die schnellste Rundenzeit abzuliefern oder derbe zu ballern oder richtig schnell unterwegs zu sein, sondern einfach nur darum, die Strecke kennenzulernen, die wichtigen Punkte zu kennen, wo die gefährlichen Ecken tatsächlich sind, wo die Leute mal abfliegen, wie ihr auch bei YouTube sieht. Immer wieder, wo die Leute runterfliegen, wo man welchen Curb wie anfahren muss, am besten auch in welchen Gang. Er fuhr selber auch einen BMW und er meinte, da sind die Gangübersetzungen alle ziemlich ähnlich. Das war so kurz das Intro von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Für mich ist wirklich in dem Moment ein Kindheitstraum wahr geworden, weil ich schon immer einen Instructor auf der Seite haben wollte. Und ja, das Video, wo ich bei ihm mitgefahren bin, habe ich leider nicht als Video oder als GoPro-Video oder sowas. Das bleibt halt erstmal in meinem Kopf. Aber wer weiß, vielleicht war es nicht die letzte Runde, oder das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. So, jetzt höre ich auch auf zu schnacken. Viel Spaß mit dem Video und schaut es euch an, ist wirklich interessant. Also, tschüssi! Du rutscht immer nach vorne. Achso. Also, kann ruhig ja ein bisschen gekippt sein. Okay. Ja. Das wirst du später merken, wenn du mal ein bisschen später bremst und härter bremst, dann rutscht du nicht aus und sitzt immer nach vorne raus. Okay. Cool. Ja, ich bin gespannt. Also, jetzt ziehst du mir ein bisschen so die... Ja, nee, super. Das mal, wo es am besten, wie es am besten gefahren ist. Also so leer war so groß schon lange nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Wird auch eine Branche, ist ein Opel Speedster. Ja. So, wenn Sie hier nochmal Gürtel öffnen, manchmal die Sitzposition schneidet es ein. Ja, genau. Ja, das wird schon bequem sein beim Fahren. Ja. Ja. Eigentlich auch schon auf die lange Gerade los. Das ist eigentlich noch ein relativ leichter Abschnitt. Da sollte man möglichst lange auf der rechten Seite bleiben. Ja. Gerade wenn man ja, also jetzt ist ja gesperrt, wenn man aber wirklich mal beim DSK fahren, wenn es frei ist zum Beispiel, und da fährst du ja wirklich mit dem Vollgas hier entlang, dann bleibst du lange auf der rechten Seite, das ist auch meistens trocken jetzt bei Nässe. Ja. Also es hat auch ein bisschen mehr geregnet, man merkt es auch schon, ein bisschen feucht ist es. Genau, bleibst dann hier, schaltest dann noch raus, bleibst auf der rechten Spur. Dann hinter der Brücke lenkst du dann langsam, also wenn du Vollgas fährst, nach innen hier zum Scheitelpunkt drüber, aber so bleibst du erstmal außen, das passt, brauchst du gar nicht. Ja. Jetzt bleibst du auch lange auf der rechten Spur, da siehst du schon den Curb und löst dich ziemlich spät, so wie der Weiße ungefähr, du hättest reinziehen müssen, nah an den Curb ran, ganz nah an den Curb ran. Richtig schön, also musst du mal Rückspiegel schauen, dass du nicht einen rausschneidest, wirklich ganz nah ran und dann bleibst du mittig und dann gleich wieder ganz rechts, aber ziemlich spät am Curb hier rüber. Und jetzt geradeaus rein, ganz geradeaus hier, geradeaus runter, nah an dieser Bande entlang runter. Ja. Jetzt schaltest du den dritten Gang rein. Drin. Ist drin schon, genau. Normal würdest du mit dem vierten und wenn du eine hohe Geschwindigkeit und dann bleibst du außen, lenkst wieder ganz nah an die Bande rum. Also versuche mal, ganz nah an die Bande ranzufahren. Da siehst du auch nämlich immer so kleine Punkte, die versuchst immer zu erwischen. Jetzt wieder ganz nah rüber an die Bande und jetzt links rüber Vollgas raus. Genau. Okay. Genau. Jetzt bleibst du auf der linken Spur, schaltest den dritten hoch, versuchst die wieder rechts einzureihen, wenn es geht. Genau, geht, jetzt bremst du hier geradeaus runter und lenkst am zweiten Scheitelpunkt innen rein. Da sind zwei Scheitelpunkte, wenn der weg ist. Genau, und jetzt bleibst du auf der rechten Spur außen, fährst dann leicht nach links rüber, so wie jetzt ungefähr, schaltest den vierten Gang rein, ungefähr jetzt den vierten, und jetzt aber bremsen, und jetzt nah an den Scheitelpunkt hier ran, jawohl, so passt's. Ja. Und jetzt wieder versuchen nach links rüber zu tragen, genau, von da bleibst du möglichst mittig und lässt ihn nach rechts rüber tragen wieder, und tust geradeaus den Bremsen, dann den dritten Gang,
Jawohl, okay, ganz einen Scheitelpunkt dran, sehr schön. Ja. Von da lösen, ziemlich spät nach innen, rechts, ja, lässt dich übertragen wieder. Ja. Versuchst ganz rechts rüberzukommen, hier. Und jetzt wieder links einen Scheitelpunkt ganz nah ran wieder. Möglichst mittig bleiben, spät einlenken. Und jetzt hier auch wieder ganz spät an den Scheitelpunkt dran und da hier Lenkung aufmachen, rechts raus. Auf den Körper ruhig rüber, wenn es wäre. Genau. Kannst du alles mitnehmen. Also je mehr du mitnimmst, von links außen, wenn es ist, ganz nach innen rechts reinziehen. Noch kein Gas. Spät Gas, hier wieder Gas geben. Und ab hier nochmal kurz runtergehen, ja, das geht die Leute gerne raus. Ab hier Vollgas drauf. Holst du dich am besten links ein, ja, schaltest nächsten Gang. Genau. Lässt dich genauso übertragen, nach links leicht nach oben. Gehst kurz vom Gas runter, weil hier springst du richtig heftig. Ja. Brauchst gar nicht so stark bremsen, es reicht nur, wenn du, aber jetzt wird es ein bisschen nass, darfst nicht zu schnell fahren. Bleibst ruhig im hohen Gang hier, du musst gar nicht im dritten, kannst ruhig im vierten Gang bleiben. Und bleibst immer, und ab hier kannst du, wenn es trocken ist, wieder voll auf drauf. Ab hier kannst du bei Vollgas, bei Trockenheit, alles durchfahren bis runter. Wahnsinn. Lässt dich ein bisschen rübertragen nach rechts. Nicht zu nah ran und ab hier mittig ungefähr, wieder rechts übertragen und dann ziemlich nah an der Bande runter mit voll, wenn es frei ist. Wie gesagt, wenn es frei ist, an der Bande entlang runter. Und wichtig ist hier mittig bleiben und nicht lenken beim Sprung. Das ist ein richtig heftiger Sprung hier. Also nur geradeaus springen lassen und jetzt sanft anbremsen. Sanft anbremsen, bleibst in dem Gang, versucht nach innen zu ziehen, wenn es frei ist, innen, links, innen rein. Genau. Und bleibst auf der linken Spur, wenn es geht, und tust hier runterbremsen, geradeaus lenken, bremsen und runterschalten. Jetzt in den dritten Gang rein und bleibst lange außen. Ja. Lange außen bleiben. Der Scheitelpunkt kommt erst ganz spät. Ja. Hier hinten, hier näher ran. Jetzt rein? Ja, und jetzt ab hier kannst du wieder Gas geben. Lässt dich rübertragen. Ja. Schaltest hier im vierten Gang rein. Bleibst wie er ganz außen. Und wenn du das Schild siehst, links leicht sanft an den ganz nah an die Bande ran. Ja. An die nächste Bande hier rechts ran. Ja. Und wieder links an die nächste Bande ran. Ganz nah ran und möglichst geradeaus runter. Jetzt tust du leicht nach rechts überlenken. Bremst sanft außen an, wenn du schnell bist. Und jetzt möglichst runter von der Bremse mit leicht Gas durch die Senke durch. Genau. Hier kommt eine griffige Stelle. Pass auf, lieber nicht überholen. Du bleibst im vierten Gang. Und jetzt kannst du innen durchfahren. Ja. Und jetzt kommt auch wieder so eine ganz knifflige Stelle. Wie fährt man die? Ja, fährst du ganz einfach. Fährst von hier geradeaus an die Bande ran. Geradeaus lenken. So geradeaus. Ja. Bremst geradeaus runter. Ja. Und bleibst außen. Bleibst außen. Und dann erst spät einlenken und rum. Also je weniger du machst, desto besser. Okay. Also es bringt nichts, wenn du viel lenken tust, sondern je weniger du da machst, umso besser. Deswegen ist es sogar noch leicht. Genau, jetzt kannst du da Gas geben, im vierten Gang hochschalten, bleibst auch im vierten Gang. Genau, du musst jetzt leicht nach innen ziehen, das heißt, macht einen Knick, bleibst kurz innen, lässt dich aber rechts übertragen, wo er jetzt ist, der Maserati. Ja. Und jetzt anbremsen, sanft, spät einlenken, spät und ganz nah an der Bahn innen wieder Gas, der lässt dich jetzt durch. Kannst durch innen. Du musst geradeaus hinbremsen und du musst runterschalten, dritten und du musst ganz spät einlenken, spät, jetzt noch nicht. Ja. Jetzt da hinten ist der Scheitelpunkt. Ab hier. Jawohl, genau, da geht's wieder raus. Jetzt musst du ganz nah hier rüber, nicht auf den Körper drauf kommen, links rüber, bleibst links außen und tust geradeaus runterbremsen. Ganz lange außen bleiben und jetzt sanft einlenken, die Kurve ist berüchtigt. Du merkst schon, wie er rutscht. Ja. Sanft Gas geben, weil die rutschen die Raus rein, weil sie Leitplanke raus hier. Ja. Wirklich Vanesse, berüchtigt. Runterbremsen, leicht ganz nah an die Körper, ganz innen bleiben, jawohl. Und jetzt bei Nässe alles mit sanft machen, also wirklich ganz sanft. Die Spiegelkurve kommt jetzt, bleibst du lange außen. Ja. Die erste lässt du ein bisschen rechts liegen. Ja. Die zweite fährst du ganz nah an den Körper ran. Ganz nah ran. Und jetzt wieder raus. Schön mit sanft Gas wieder raustragen. Lass ruhig rüber bis zur Leitplanke und bremst dann geradeaus runter. Die Bande ja nicht berühren. Einlenken, ja nicht auf die Bande rauf, außen eher ran. Ja. Jetzt bleibst du länger außen. Nur nicht einlenken und jetzt hier ganz am Schluss ist der Scheitelpunkt. Ab hier kannst du wieder Gas geben. Ganz nah ran und jetzt links aufmachen und wieder raus. Jawohl. Also je weniger du im Endeffekt lenkst, desto besser ist es. Du bleibst hier außen, nach rechts innen ziehen, bleibst rechts außen. Ja. Du musst geradeaus wieder hinbremsen, also beim Bremsen nie lenken. Ja. Lösen, nah an die Bande ran und wieder mit Gas raustragen. Lass dich richtig raustragen, bis rüber wieder. Und dann ganz nach innen links rein. Bleibst links, wo der Punkt ist, hier löst du die Bremse, ganz nah die Bande rechts ran und wieder mit vorsichtig raus, ganz links rüber. Weil hier ist dieselbe Stelle, da geht das Heck sofort weg. Ja. Jetzt kannst du geradeaus hochbeschleunigen, bleibst auf der rechten Spur, genau. Schaltest den vierten Gang rein und dann musst du ganz vorsichtig sanft einlenken, weil es jetzt nass ist, an die Bande ganz nah lang ran und gleich wieder Lenkung sanft wieder aufmachen. Also hier die Bande ganz nah ran und gleich wieder Lenkung aufmachen, dass du wieder mittig auf, das geht schon los. Gibt es eine Geldphase. Ja. Am besten gleich Warnblinkanlage runterschalten, dritten und dann rechts bleiben. Ja, okay.
bleibst rechts, kannst mit 50, 60 runter. Ja, langsam, langsam, langsam. Okay, auf die linke Spur haben die gezeigt. Ja, ja. Okay, und dann kannst du wieder Gas geben. Sobald du vorbei bist, wieder Gas. Siehst du, das war nicht genau. Typisch Driftkurve, Nässe. Ja. Und bist du bei Nässe sofort raus aus der Kurve. Obwohl du jetzt gar nicht mal schnell fährst. Ja. Das kannst du theoretisch hier alles vollfahren mit dem Fahrzeug. Fährst einfach auf das Schild geradeaus hin und längst von hier, aber wie gesagt, sanft bei Nässe, immer möglichst nach innen rein. Hier an dem versuchst du aber ganz nah ranzukommen und kannst alles vollfahren bei Trockenheit. Hier alles voll, bleibst im vierten Gang theoretisch und dann kommt der letzte Knick. Nach dem Sprung schaltest du hier in den fünften rein. Kannst jetzt ruhig in den fünften schalten gehen. Ja. Und dann bleibst du lange außen und fährst ganz nah an die Bahn hinten rüber und wieder voll drauf. Jawohl. Weil da musst du alles mit Vollgas fahren, sonst verlierst du extrem Geschwindigkeit. Kannst du runterschalten, genau. Jetzt lässt sich leicht links übertragen. Weil es geht noch langer Rechtsknick. Da sind viele Bodenwellen auch drin, Vorsicht. Kannst du aber immer noch schön vollfahren, da ist kein Problem hier. Und dann lässt sich leicht rechts übertragen. Jetzt kommt wieder so eine kleine Stelle, da fährst du jetzt links an die Bahn rüber und tust dann geradeaus zur Leitplanke runterbremsen jetzt hier. Aber wirklich nur sanft. Sanft, das reicht schon. Bleibst außen, lenkst ganz scharf links ein und gleich noch mit Gas raus. Ja. Also da auch wieder weniger ist mehr. Ja. Wirklich nur rübertragen lassen, bremst dabei. Dann tust du dich am besten von hier aus nach links einsortieren. Jetzt siehst du gar nichts erstmal. Ja. Wartest auf die Kuppe und du tust dann nach der Kuppe noch nach links und dann rechts an die Bahn die vorbei und gleich wieder mit sanft Gas raus. Genau. Jetzt kommt ein etwas schnellerer, glaube ich, in dem 3. Ja. Dann bleibst du rechts am besten. Dritten Gang rein und dritten Gang runter und dann möglichst mittig bleiben hier, ab hier den Scheitelpunkt erwischen und dann mit Gas wieder links drüber raustragen. Ja. Genau, also hier wieder schön rübertragen lassen. Genau. Da könntest du theoretisch, wenn du schnell bist, den vierten noch kurz reinschalten, müsstest du aber dann hier wieder den dritten runterschalten. Jetzt kannst du dich reinfallen lassen, das Karussell, lange oben bleiben und jetzt erst runter. Jawohl, spät, genau, so perfekt. Und jetzt noch kein Gas geben. Wichtig ist, nicht versuchen, hier Zeit gut zu machen. Ja. Ich drehe sofort rum. Erst wenn du jetzt die Lenkung gerade machst, dann erst darfst du wieder Gas geben. Okay. Also ein bisschen zu früh und dich dreht. Okay. Hier nah an die Bande ran, richtig weit raustragen lassen mit dem schnellen Auto. Von außen links nach rechts rüber. Kurz zum Gas runter. Versuchen ganz nah an die Bande ran, ganz nah ran und gleich wieder aufmachen. Nah ran und wieder rüber. Jawohl. Aufpassen, das rechte ist schmierig, ohne Ende. Ja. Da fliegen sie auch einweise ab. Hier auch das gleiche, lange außen bleiben. Spät einlenken, Scheitelpunkt ist spät hier hinten. Weiter und jetzt wieder Gas. Jawohl. Dann wieder spät an Scheitelpunkt hinten suchen und dann links übertragen lassen auf die linke Seite. Genau, bleibst außen links, kurz im Gas runter, spät rechts einlenken und dann wieder schön mit gefühlvoll raus beschleunigen. Theoretisch könntest du jetzt dann im vierten wieder hochgehen, wenn es jetzt nicht schnell genug lässt, im dritten ist einfacher. Nach links rüber, nach links runter und jetzt kommt der Wippermann. Einmal kurz spät, hier ist der zweite Einlenkpunkt. Ja. Runter, noch kein Gas geben, ganz wichtig, machen viele falsch. Ja. Da ist der zweite Einlenkpunkt, noch kein Gas geben. Und erst wenn du den dritten siehst, wenn du am Scheitelpunkt bist, da darfst du wieder voll ins Gas rein. Ja. Dann links rüber. Da ist wieder der Nummerkran. Jetzt wieder am besten rechts einsortieren. Einfach gemütlich mit 60 sowas durchfahren. Und theoretisch würdest du jetzt hier alles im vierten Gang theoretisch fahren. Also immer schön von außen anfahren. Du kannst doch ruhig ideal in die fahren. Ja. Nach ganz nah an den innen rein. Dann lässt sich theoretisch wieder weiter raustragen und dann hier tust hier geradeaus runterbremsen und auf der linken Seite und runter schalten, dritten Gang. Ja, schon wieder einiges los heute, ne? Ja, doch. Jetzt wird er eh gleich abgestellt. Da würdest du theoretisch auf der linken Spur außen bleiben, ganz lange auf der linken Seite bleiben und dann spät einlenken und dann... Ja, der schaltet ein bisschen aus. Der ist ganz spät. Ja, das kann aber schon sein. Ja, ja. Und jetzt kannst du da ganz mal, jetzt kommt die Eiskurve, da oben ist auch wieder so ein besonderer Punkt, da bleibst du wieder ganz lang hier, bleib ganz lang links, da rechts außen und du spät einlenken, weil der Scheitelpunkt ist erst um die Ecke rum. Also bleibst du immer noch außen, jetzt lenkst du ganz daran und da ist der Scheitelpunkt. Und ab hier vorsichtig wieder Gas, du kannst über den Kopf geradeaus rüberfahren, wenn du willst. Ja. Ist sogar teilweise besser, weil du nicht hinlenken musst. Mach mittig, lässt ihn nach rechts rübertragen. Ja. Und von hier ganz schnell an den Punkt, ganz wichtig hier ganz nah rein, aber ja nicht drauf, weil sonst fliegst du ab in die Wiese. Ja. Jetzt wichtig hier, bremsen, Achtung jetzt, runter von der Bremse, runter, runter und wieder nochmal bremsen. Achso, okay. Ja, nicht auf dem Boden, gerade bei Nässe. Also vorher bremsen, lösen, nochmal bremsen. Okay. Jetzt lenkst du dann blind in die linke Kurve rüber hier, schaltest am besten hier in den nächsten Gang hier rum rauf, schon nächsten Gang rein, vierten Gang. Und dann kannst du von hier aus nach blind nach links unten rein lenken. Ja. Und mach ja nicht den Fehler, dass du wegen dem anderen in die Wiese reinfährst.
in die Wiese, der andere muss an dir vorbei, nicht du. Ja. Also bleib immer schön auf deiner Spur und die anderen müssen irgendwie sehen, wie sie da durchkommen. Hier Lenkung blind aufmachen, das siehst du nämlich vorher auch nicht. Und dann wieder nach rechts rüber, ab hier kannst du wieder Vollgas geben. Und du musst den links übertragen lassen, genau, wo der Maserati jetzt ist. Ganz wichtig ist wieder nicht viel lenken, sondern geradeaus hinbremsen zu dieser Bande auf der linken Seite. Gerade bleib links. Links. Ja, genau. Ja. Bleib in dem Gang, ganz nah wieder in rechts rein. Bleib wieder ganz lang rechts außen. Genau, und dann wieder spät einlenken zum Scheitelpunkt rüber. Und ab da kannst du wieder rechts raustragen lassen. Also für die ganze Fahrbahn ruhig nutzen. Ja. Hier bleibst du lang rechts, schaltest runter und sollst dich spät reinfallen lassen. Spät. Also nicht schon zu früh, sondern erst wenn du. Genau. Jetzt hier links innen rein. Jawohl. Ja. Noch weiter runter. Du bist jetzt auf zwei Bahnen, du musst noch weiter unten rein. Genau. Und dann bleibst du innen drinnen, schaltest den vierten Gang hoch. Hier noch eine ganz wichtige Stelle. Bleib lang links außen und dann fahr ganz nah den Körper innen rein und mach die Lenkung gleich wieder auf. Jetzt und gleich wieder auf. Lass dich übertragen. Jawohl. Ja. Damit du mehr gerade machst. Bleib außen. Sobald du die Bande rechts siehst, geh vom Gas runter, fahr zur Bande hin, jetzt kommt sie. Und ab der Bande kannst du wieder, wenn es trocken ist, voll draufsteigen. Ja. Und schon bist du rum. Dann kannst du dich wirklich bis zur linken Linie wieder bei Trockenheit voll raustragen lassen. Ja. Damit du dann viel Schwung auf die Gerade mitnimmst, sozusagen. Jetzt haben wir eh schon einen Regenklau. Jetzt. Genau. Und ganz wichtig ist, lass dir Zeit beim Schalten, lass dir Zeit beim Bremsen. Lieber mit Ruhe fahren als hektisch oder so. Ja. Bei der ist ganz wichtig, wirklich mit Ruhe. Und wenn du das, die Linie ungefähr so irgendwann mal drin hast, dass du auch schön an, weniger ist mehr sozusagen, dass du dich immer in der Lenkung bremst und dann schön gerade bremst, dann ist es eigentlich relativ einfach zum Fahren, dieser. Ja. Gerade so wie Adenauer Forst zum Beispiel, das machen viele Leute falsch, die kommen dann in die Kurve rum und fangen dann in der Kurve an zu bremsen. Aufmachen, links übertragen lassen und geradeaus hinbremsen, dann geradeaus mit dem Scheitelpunkt rüber und dann einlenken und rum, zack, zack. Ja, ja. Da kann eigentlich fast nichts schief gehen. Also, wenn man es richtig macht, ne? Ja, genau. wenn man's richtig macht. Aber wie gesagt, wenn du falsch in der Kurve schon an der Bremse ankommst, ist schon klar, dass es eigentlich fast nicht dann gehen kann. Ja. Das war ein Kindheitstraum, einfach auch ein bisschen Instruction. Ja, wie bist du da drauf gekommen? Ja, auch mal ein bisschen Instruction zu kriegen. Ja, das macht es viel einfacher. Ja, tatsächlich, ich war mit meinen Eltern immer, also war schon immer autobegeistert und mit meinen Eltern war ich öfter mal in der Mosel, als ich klein war. Aha. Musste ich halt immer zum Nürburgring hin, weil ich wusste, da gibt es ja was. Ja, ja. Und dann stand ich hier immer mit solchen großen Augen und alles und dann, jetzt letztes Jahr sind wir auch das erste Mal wirklich hier hingefahren, also einfach noch nicht. Und dann einfach mal eine Runde gedreht, so, wenn man schon mal da ist. Natürlich habe auch höllen Respekt vor der Strecke, also das ist auch wichtig. Gut, ist auch richtig so. Ja. Man sieht ja auch bei YouTube-Videos, wie viele abfliegen und wie schnell das geht und wie sie sich auch zerlegen. Ja. Also gerade an so Tagen wie gestern, wo wirklich reihenweise Leute dabei sind, die noch nie drauf waren, die vor allem zeigen wollen, was sie Tolles können, da kannst du wirklich hinstellen, zuschauen, wie die reihenweise abfliegen. Ja. Also ich weiß noch, vor 4 Jahren sowas waren wir auch im Karfreitag, sind wir auch selber gefahren. Mhm. Und da ist dieser ganz berühmte Unfall passiert, kurz hinter mir, wo dieser kleine so Geländewagen sich überschlagen hat über die Leitplanke und alles raus. Genau, richtig. Ja. Das war auch am Karfreitag sozusagen. Der wollte auch zeigen, er wollte mit seinem Geländewagen Driftübungen machen. Ich bin vorher durch Adenauer Forst mit dem M5 durchgedriftet, wollte er mir nachmachen. Und kurz darauf, zack, ist er hinten über Leitplanke rübergeknallt. Scheiße. Tja, das ist natürlich dann. Jetzt sind sie da. Die haben auch einen 330er. Ja, super. Der war wirklich so dann erstmal hier gewesen. Ja. So richtig die Luft geschnuppert vom Rennsport. So, trotzdem klinke ich mich nochmal ein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen soweit. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Ideen oder sowas habt, schreibt gerne in die Comments, wie ihr das findet, ob ihr selbst auf dem Ring unterwegs wart, ob ihr das noch wollt oder ob ihr auf anderen Rennstrecken schon unterwegs wart. Oder ein paar Track-Events. Kennt ihr euch da aus? Wo fahrt ihr? Fahrt ihr selber was? Seid ihr selber schon mal auf dem Ring gewesen? Wollt ihr da mal hin? Plant ihr das mal? Wisst ihr nicht wie und wo und wann? Wenn ich wüsste, wie und wo und wann, dann sagt Bescheid, da kann ich euch auch ein bisschen was erzählen, weil am Anfang hatte ich keine Ahnung, wann die Touristenfahrten sind. Und ich meine, jetzt am Karfreitag ist nicht der einzige Tag, wo man auf dem Ring rumfahren kann. Und lasst es mich gern wissen, dann erzähle ich euch mehr. Und ansonsten, wünsche ich euch einen schönen Tag, habt gute Zeit und bis bald. Also, Peace, Jungs!